Was geht ab, my friends? Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit einem neuen Video. Und diese Woche war es mal wieder ein bisschen ruhiger, so wie letzte Woche auch. Aber ihr wisst, ein Video definitiv jede Woche. Und heute werden wir uns angucken, YSL, Young Thug's radikale Gang aus Atlanta. Oh, fuck. Aber bevor wir loslegen, lasst mir schon mal ein Like da und ich scheppere mir noch ganz schnell einen süßen, kleinen, nackigen Espresso rein. Und dann werden wir auch schon loslegen mit dem geilen, hoffentlich geilen Video. Ja? Aber lasst mal ein Like da, wäre sehr, sehr stark. Obwohl, komm, warum warten? Ja? Lass reingehen. Wir switchen. Ich glaube, jeder von euch hat die News gehört. Vor ein paar Monaten wurden Young Thug und seine YSL-Crew von der Polizei hochgenommen. Und die ja, Mann, das habe ich gehört gehabt. Oder besser gesagt, ich habe mich gewundert gehabt, dass der auf einmal gar nichts mehr hochlädt und so. Ich glaube, der ist bis jetzt im Knast, ne? Ich feiere ja den Typen, ne? Also wo er damals so sein Hype hatte. Ich glaube, ab wann ging es denn los? Ich glaube, ab 2016, glaube ich. 15, 16 ging es los. Ich habe den absolut gefeiert, ja. Also da war... Also den habe ich wirklich tot gefeiert, auch wenn er sich immer mal angezogen hat wie so eine Frau und sonstiges. Aber guck mal, er muss ja irgendwie, müssen die ja da in Amerika herausstechen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas besonders machen. Erst waren es Gesichtstattoos, dann alles voller Schmuck. Wisst ihr, was ich meine? Die werden ja immer ausgefallener. Hier 6ix9ine mit bunten Haaren und bla bla bla. Auch absolut voll tätowiert. Und er hat halt, ich sag mal, um Geld zu machen, das Ding genommen mit diesen Frauenklamotten. Ne? Aber ansonsten, seine Songs... Hammer. Die Story dahinter ist einfach nur unglaublich. Die Polizei hat die Gang über 9 Jahre lang observiert. Jedes Gangzeichen, jedes Tattoo, sogar die Zeichen und Emojis auf Instagram-Beiträgen, bis die Polizei letztendlich realisieren musste, YSL ist nicht nur das Label von Young Thug. Außerdem ist YSL eine kriminelle Organisation, die seit über 7 Jahren einen Straßenkrieg mit YFN Lucci und seiner Crew in Atlanta führen. Und Young Thug soll der unangefochtene Anführer der Gang sein, der sogar von seinen eigenen Gangmitgliedern gefürchtet wurde. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil er so immer so dünn ist und dann diese Frauenklamotten und dann ist er der Gefürchtetste? Weiß nicht. Also, mal schauen. Über die Jahre soll sich die YSL-Gang so viele Feinde gemacht haben, dass sogar Atlanta-DJs attackiert wurden, wenn sie die Musik von Young Thug gespielt haben. Denn in seinen Songs rappt er darüber, wie er seinen Anwalt 1 Million zahlt, damit er die Morde regelt, oder wie er auf eine Mutter schießt, damit der Sohn ihn nicht mehr erwähnt. Alles Ereignisse, die wirklich geschehen sind. Oh, okay. Doch wie konnte es so weit kommen? Genau das gucken wir uns heute an. Okay, krass. Um alles richtig zu verstehen, müssen wir nach Südost-Atlanta schauen. Um genau zu sein, in die Zone 3. Das Zuhause von YFN Lucci, Young Thug und dessen Gangs. Die meisten von euch kennen vielleicht das Label von Young Thug. YSL, Young Stoner Life. Doch dieser Name ist nur ein Deckmantel für den richtigen Namen. Und zwar Young Slime Life. Aber den Young Slime Life hieß doch, glaube ich, sein letztes Album hieß doch, glaube ich, sogar. Zusammenschluss so, von Bloods und Crips aus Atlanta. Dieser Zusammenschluss wird seit Jahren in ganz Atlanta gefürchtet. Und wie am Anfang erwähnt, soll Young Thug der Kopf der Bande sein. Das hört sich erstmal sehr unrealistisch an. Doch Young Thug ist schon als Kind Polizei bekannt. Durch sein aggressives Verhalten musste oft die Polizei zur Schule kommen und als junger Teenager bricht er sogar seinen Englischlehrer den Oberarm. Deswegen musste er schon als Jugendlicher 4 Jahre in Haft und dort lernt er die ersten Gangmitglieder kennen. Er rutscht auf die Straße, wo er die meiste Zeit rappt, bis Gucci Mane von ihm hört und ihm im Jahre 2013 für $25.000 signed. Trotz seinem Gangster-Lifestyle trägt Young Thug Frauenkleider und gibt bekannt, dass 90% seiner Kleidung eigentlich für Frauen sind. Ja, und dann ist er immer noch der Gefürchtetste. Ist schon krass, Alter. Also Amerika ist ganz anders als... Guck mal, 2015, ne? Ja, habe ich recht, so mit 2015, 16. Ich habe wirklich von Anfang an, habe ich diesen Typen verfolgt und auch gefeiert, Alter. Der hat das drauf. Dennoch stärken Hip-Hop-Größen wie zum Beispiel Birdman seinen Rücken und er wird immer größer in der Szene. Spätestens als Young Thug einen Streit mit The Game hat, wird dann auch für die Öffentlichkeit klar, dass man mit Thug nicht spaßen sollte. Denn The Game wurde so unter Druck gesetzt, dass er sich bei Young Thug entschuldigen musste. Bis zum Jahre 2015 waren Thug und ein Rapper aus Atlanta namens Rich Homie Quan ein unschlagbares Duo, bis die beiden sich zerstreiten. Wenig später gingen Clips viral,
in dem Rich Homie Quan sagt, dass Young Thug schwul ist und er sich deswegen von ihm getrennt hat. Okay, das habe ich auch mitbekommen. Aber da, ja. Der wahre Grund ist ein ganz anderer gewesen. In dem gezeigten Video. Außerdem hat der Typ 13 Kinder oder sowas. Der hat ja übertrieben viele Kinder. Soulja Boy, Rich Homie Quan, Young Thug, Birdman und noch ein paar andere Jungs im Privatjet von Birdman. Der Mann im Hintergrund ist der Manager von Rich Homie Quan. Sein Name ist Donovan Thomas. Und er ist der Anführer der Inglewood Family Bloods. Eine Gang, die nicht weit von Young Thugs Block agiert. Sein Spitzname war Nut. Und er war ein sehr guter Freund von Young Thug bis zum Jahre 2015. Denn angeblich hat Nut mit der Polizei zusammengearbeitet. Wie kann man Nut heißen? Das heißt doch in Englischen Eier, also die Nuss, oder? So, also die Kiss My Nuts. Also. So, dass die YSL-Gang ihn beiseite schaffen musste. Im Januar 2015 sitzt Nut dann vor einem Friseur in Castle Hill, Atlanta, als auf einmal ein silbernes Fahrzeug auftaucht, vor dem Friseur hält und das Feuer auf Nut eröffnet. Dabei treffen sie ihn tödlich und verwunden einen 14 Jahre alten Jungen. Später wird bekannt, alle 5 Autoinsassen waren Mitglieder der YSL-Gang. Und das Auto, das bei der Tat genutzt wurde, war ein Mietauto, das auf Young Thug gemietet wurde. Außerdem hatte das Auto einen Peilsender, der gezeigt hat, wie das Auto nach der Tat zu Young Thugs Haus gefahren ist. 2 Wochen nach der Tat wird Young Thug bei einem Telefonat mit einem Ganganführer hinter Gitter aufgenommen, in dem er indirekt die Tat gesteht. Und 2 Tage nach dem Telefonat postet Thug ein Video auf Instagram, in dem er sagt, du lügst deine Familie an und gehst in den Gerichtssaal, um die Wahrheit zu sagen, genau euch muss man ermorden, Bro. Nur 3 Monate nach dem Mord wird auf Lil Wayne's Tourbus in Atlanta geschossen. Ja, das habe ich gehört. Und ein YSL-Mitglied wird wenig später wegen der Tat verhaftet. Also da, wo Lil Wayne angegriffen wurde, da war ja dann irgendwie, hat immer, also alle Spuren haben immer zu Young Thug geführt, ne? Fand ich auch schon krass. Er hat ihn ja, also er hat ja eh Lil Wayne so ein bisschen hops genommen damals, mit dem Album allein schon. Er durfte doch, also Lil Wayne durfte doch Carter 5 durfte er nicht releasen, ne, weil da irgendwas vertraglich bla 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 los war. Und einfach Young Thug wollte Carter 5 sein Album, er wollte sein Album so nennen. Gab es irgendwelche bla 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 Probleme und deswegen hieß sein Album dann Barter 6. Ja, bei den Ermittlungen ist sogar ein abgehörtes Telefonat aufgetaucht, in dem zu hören ist, wie Birdman mit den Schützen redet und sagt, dass er sein Bestes gegeben hat und sein Geld abholen kann. Währenddessen brennt es in Atlanta, denn durch den Mord an Nut beginnt ein Gangkrieg in Atlanta, der auch in der Musik ausgetragen wird. Natürlich hat The Thug die meiste Aufmerksamkeit im Krieg, doch Nut hat vor seinem Tod einen Newcomer aus Atlanta gepusht, und zwar YFN Lucci. Er geht nach dem Tod von Nut in die Offensive und sorgt dafür, dass der Krieg eskaliert. Er und seine Gang schnappen sich noch im selben Jahr ein paar YSL-Mitglieder und zwingen sie dazu, sich auszuziehen, während sie Bilder machen, die sie dann in den sozialen Medien verbreiten. Und während Lucci Druck auf die YSL-Gang ausübt, überschwemmt er parallel dazu die Szene mit guter Musik und wird immer bekannter. Auch er nutzt die Musik, um Thug und seine Gang anzugreifen. Er rappt darüber, wie er mit der Verlobten von Thug geschlafen hat und zieht sogar Thugs Tochter mit rein. Ein paar Tage, okay, nachdem Lucci ein Bild von der Tochter von Young Thug gepostet hat, wird dann auf Luccis Haus geschossen und dabei wird sogar die Mutter verletzt. Okay, Amerika, wirklich, Rap-Szene, andere Liga, wirklich. Unsere Rap-Welt hier ist doch wirklich Kasper-Theater, ne? Hier sind immer alle Rapper so mit, ja, ich hab Rücken, ich hab dies, ich hab das. Guck mal da, Alter, bei denen. Also wirklich. Während der Gangkrieg im vollen Gange ist, wird Gunner ein Teil der YSL-Gang. Sie releasen regelmäßig Hits und werden dadurch immer größer in der Musikbranche. Die Öffentlichkeit ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die YSL-Gang in Atlanta ihr Unwesen treibt. Doch zu diesem Zeitpunkt sind sie immer bewaffnet und das mit schweren Waffen, wie ein Video der Polizei zeigt. Als die Polizei Young Thug wegen hoher Geschwindigkeit anhält, finden sie mehrere YSL-Mitglieder, die mit AKs bewaffnet sind. Aber irgendwie wird Young Thug immer wieder freigelassen, nachdem er eine Kaution zahlt. Doch anstatt ruhiger zu werden, droppt er einen Song mit Juice WRLD, in dem er darüber rappt, wie er auf Luccis Mutter geschossen hat, und postet ein paar Tage später ein Foto von Luccis Auto mit drohenden Worten. YSL-Mitglieder suchen Lucci täglich in seiner Gegend. Okay, krass, ich wusste gar nicht, dass das so abgeht. In den folgenden 2 Wochen wird 2-mal auf Lucci geschossen. Währenddessen treiben die jüngeren YSL-Mitglieder ihr Unwesen im Norden von Atlanta, wo sie Container plündern und die Sachen verkaufen. Sie sind noch wilder als die ältere Generation und machen alles, um sich einen Namen zu machen. Sie posten beispielsweise Listen, auf denen alle befeindeten Gangs stehen, und fahren sogar zum Grab von Nut,
Dort beschmieren sie seinen Grabstein und drehen Videos. Ihre Vorbilder sind YSL-Mitglieder wie zum Beispiel der Rapper Jack Gardy, der zu diesem Zeitpunkt gerade frisch aus der Haft entlassen wurde. Er hatte fast eine lebenslange Haftstrafe kassiert, wegen folgender Aktion. Im Jahre 2015 wurde ein Mitglied der YSL-Gang in einem Stripclub zusammengeschlagen und angeschossen. Also machten sich Jack Gardy und ein Freund bewaffnet auf den Weg, um sich zu rächen. Auf dem Weg zum Stripclub wurden sie dann von der Polizei gesehen, also versuchten sie zu flüchten, bis das Auto in eine Leitplanke crasht und die beiden verhaftet werden. Jack Gardy hat 4 Jahre kassiert und als er wieder aus der Haft entlassen wird, startet er in der Rap-Szene durch mit Young Thug im Rücken. Und nur kurz nach Jack Gardys Entlassung findet die YSL-Gang erneut das Auto von Lucci. Also stellt sich Jack Gardy auf das Auto und macht ein Foto, das auf Instagram postet. Krass, Alter. Das ist auch schon respektlos, oder? Wenig später macht er das Bild sogar zu seinem Mixtape-Cover. Die perfekte Promo für ihn. Doch genau solche Aktionen sind auch gleichzeitig ein gefundenes Fressen für die Polizei, die alles dokumentiert. Später gibt die Polizei bekannt, dass Jack Gardy einer der 5 Jungs war, die im Auto saßen, als Nat erschossen wurde. Laut der Polizei ist das Foto, was Jack Gardy gepostet hat, ein Indiz dafür, dass auch er in der Gang aktiv war. Nur ein paar Monate nachdem Jack Gardy das Bild gepostet hat, fahren Lucci und ein paar YFN-Mitglieder mit ihrem Maybach durch Oakland City in Atlanta, um YSL-Mitglieder zu suchen. Als sie dann ein paar Mitglieder sehen, schießen sie aus dem Maybach auf die Jungs. Doch die Jungs gehen alle in Deckung, während sie zurückschießen. Und dabei treffen sie einen Freund von Lucci, der im Maybach sitzt. Um schnell vom Tatort zu flüchten, schmeißen sie den angeschossenen Mann aus dem Auto, bevor sie fliehen. Und der angeschossene Freund von Lucci verstirbt noch am Tatort. Wegen unter anderem dieser Aktion werden Lucci und seine gesamte Crew im Januar 2021 verhaftet. Sie kassieren eine RICO-Anklage und sitzen seitdem hinter Gitter. Im Februar dieses Jahres fängt die Polizei dann auch langsam an, bei der YSL-Gang aufzuräumen. Aber krass so, also guck mal, die sind reich. Also denen geht's gut finanziell auf jeden Fall. Ne, also jetzt zum Beispiel Young Thug und Gunna und wer auch immer alles damit mitmischt. Trotzdem sind die noch absolut aktiv in der ganzen Szene. Also warum? Sie verhaften die ersten YSL-Mitglieder, doch ein Mitglied ergreift die Flucht. Dabei schießt er auf einen Polizeibeamten, der wenig später verstirbt. Als die Polizei dann das YSL-Mitglied schnappt, stecken sie ihn aus Versehen in denselben Zellentrakt, in dem Lucci sitzt. Nach 2 Tagen darf das YSL-Mitglied dann das erste Mal telefonieren, also ruft der Thug an und fragt, während die Polizei mithört, ob er Lucci im Knast umbringen darf. Und nur ein paar Tage nach dem Gespräch wird Lucci dann mit einem selbstgeschnitzten Messer attackiert. Wie durch ein Wunder überlebt er die Tat und sitzt seitdem in Einzelhaft. Das zeigt perfekt, dass man Thug einfach nicht entkommen konnte. Denn auch in Haft ist man nicht sicher vor ihm. Er lässt sogar Drohnen mit Handys und Drogen über die Gefängnismauer fliegen, damit es den Mitgliedern in Haft gut geht. Ein Monat nachdem Lucci knapp den Tod entkommen ist, wird im März dieses Jahres die Mutter von Young Thugs Kind in Atlanta erschossen. Viele dachten, es wäre ein Racheakt der YFN-Crew gewesen. Okay, das ist aber krass. Hab ich auch gar nicht mitbekommen. Seine Frau ist tot? Oder ist es seine Ex-Frau? Also auf jeden Fall die Mutter von seinen Kindern, aber ich glaube, der war doch immer noch mit der zusammen. Doch der Mord war nur ein Zufall. Bei einem Streit mit einer wildfremden Person hat jemand einfach seine Waffe gezogen und sie erschossen. Das zeigt perfekt, wie gewalttätig Atlanta derzeit ist. Heftig, Alter. Nach all den Ereignissen, und ich habe hier nicht mal alles aufgezählt, hat die Polizei im Mai dieses Jahres dann genug Beweise, um eine RICO-Anklage zu erheben. Da war es, ich glaube 2022 kam Thug das Video raus. Und 28 YSL-Mitglieder werden verhaftet und sitzen seitdem, genauso wie Lucci und seine YFN-Crew, in Haft. Die Polizei hat nach den Festnahmen bekannt gegeben, dass sie ab jetzt sehr hart durchgreifen werden, wenn sie Gangaktivitäten im Internet sehen. Und Young Thug ist bis jetzt das berühmteste Beispiel. Ich werde natürlich weiterhin vor euch dranbleiben, aber nach dem, was ich alles gelesen und gehört habe, kann ich euch eins sagen. Young Thug wird safe eine 2-stellige Haftstrafe kassieren. Und jetzt kennt auch ihr die Gründe dafür. Okay, krass. Hätte ich gar nicht gedacht gehabt. Das hätte ich wirklich nicht gedacht gehabt. Kriegst auf jeden Fall einen fetten Like nach oben, mein Freund. Sehr gutes Video. Aber dass Young Thug jetzt so lange im Knast bleiben wird, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, weiß ich nicht, so eine Untersuchungshaft oder dies oder das, ja. Und ja, dann kommt er wieder raus, wisst ihr, was ich meine? Aber, also gut, dann war es das ja jetzt eigentlich wieder für ihn mit Musik, würde ich mal jetzt behaupten, ne?
Und wenn seine Frau tot ist oder die Mutter der Kinder tot ist, wer passt auf die Kinder auf? Also wahrscheinlich seine Mutter oder dies oder das. Ist aber krass, Alter. Falls ihr das genauso seht oder was eure Meinung dazu ist, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, da den ein oder anderen Satz von euch zu sehen. Und ja, lasst ein Like da. Wäre auf jeden Fall ein starker Support. Und ja, nächste Woche kommt wieder ein bisschen mehr. Wir sehen uns. Peace.